Hallo liebe Zuschauer, heute ist Sonntag und ich werde heute zum ersten Mal Reis kochen in meinem WMF Multifunktionskocher. Wenn man als allererstes seinen WMF Multifunktionskocher auspackt, findet man diesen kleinen Kondensataufhänger und man weiß nicht so genau, wo der hinkommt und es steht auch nicht in der Anleitung, wo der hinkommt. Und wo der hinkommt ist, der kommt hier hinten hin. Der extra Ansatz dafür ist hinten beim Deckel. Also hier drauf kommt er. Das heißt, mit der offenen Seite nach oben. Und man tut ihn, wenn man die fest ist, ihn einfach hier hin. Und dann kann das Wasser hier ablaufen und da reinlaufen. Der hat dann Wasser drin nach dem Kochen. Das muss man dann ausleeren. Hierfür nehme ich 450 Gramm Reis und 675 Milliliter Wasser. Der Reis wird gründlich gespült. Ich stecke jetzt den Multifunktionskocher ein. Der Startknopf blinkt erstmal ununterbrochen. Der herausnehmbare Kochtopf wird eingesetzt. Als nächstes fülle ich das Wasser in den Kochtopf hinein. Ihr sollt immer die Maximumgrenze beachten, nicht mehr einfüllen als Max. Als nächstes kommt der gewaschene, abgetropfte Reis hinein. Nun wird der Deckel geschlossen. Man dreht ihn nach rechts, bis er biebt. Nun ist der Kochtopf bereit für die Funktion. Wir drücken erstmal Start, dann den großen runden Knopf einmal drücken, dann die Funktion auswählen. Hier ist es die Reiskochfunktion und Hülsenfrüchtenkochfunktion. Einmal bestätigen mit dem runden Kreis, einmal drücken. Dann die Zeit auswählen. Die Zeit ist vorgestellt, 9 Minuten. Nochmal bestätigen mit dem runden Knopf. Und nun den Dampfdruck, wie er ausgelassen wird, schnell oder natürlich. Bestätigen mit dem runden Knopf, dann wir möchten nicht warm halten, bestätigen und wir möchten die verzögerte Zeit auch nicht haben, also die auf 0 stellen und dann einmal bestätigen. Und dann wieder Start drücken. Jetzt fängt der Kochtopf an, den Reis zu kochen. Erstmal wärmt er sich natürlich auf. Er macht auch ein Schließgeräusch. Und jetzt leuchten die 3 Balken. Das bedeutet, er wärmt auf. Nach ca. 2 bis 3 Minuten fängt er an, kurze Dampfschüsse vom Dampfventil herauszulassen, also nicht erschrecken. Jetzt kocht er gemütlich vor sich hin. Da tritt immer ein bisschen Dampf aus, langsam. So, jetzt hat er 2-mal gebiebt und ist fertig und die 3 Balken leuchten. Das bedeutet, er ist noch unter Druck, noch nicht aufmachen. Jetzt leuchten die Balken nicht mehr und jetzt kann man den Topf aufmachen. Man dreht den Öffner nach links und dann macht er auch Bip Bip und dann hebt man ihn hoch. Vorsichtig, weil da kommt Wasser raus. Und der Reis ist fertig gekocht. Ich habe den nicht mal umgerührt, also das ist nicht notwendig. Den kann man einfach so reinmachen. Der Reis ist ziemlich perfekt.
Ich wünsche euch einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.